filme heute die Abholung von meinem Dacia Spring. Den bekommen wir jetzt für 3 Tage. Hier ist also unser Dacia Spring. Ist jetzt zu 70% geladen. Und jetzt werden wir mal nach Hause fahren. So, so sieht er von innen aus. Fahrerseite. Dann starten wir mal. Navi geht auch an. Und dann wollen wir mal nach Hause. Straßenbahn, ne? Mir gefällt dieses Blau ganz gut. Boah, dieses Blau ist so schön. So sieht es hinten aus. Das sieht man nicht so ganz. Hier liegen noch ein paar Sachen von uns. Da liegen meine Schleichpferde. Mir gefällt es gut. Fenster. Papa ist am Fahren. Kamera. Alles dran. Das Navi ist recht groß. Bei Mama muss man das hier so ausziehen, ne? Und so ein Tacho. Also man sieht nicht diese Zeiger. Man sieht nur diese Zeiger. In der Mitte vom Navi hat er die Lautstärke. Cool. Ja. Und das zum An- und Aus. Und das? Handy laden. Und hier, so schaltet man das. Wofür ist D? D ist für Fahren. Drive. D wie Drive. Und N? Neutral. Und R rückwärts. Rückwärts. Achso, und das habe ich vergessen zu zeigen. Ist ganz groß, die Ablagefläche. Aber da ist die Hupe, da in der Mitte. Bei Mama ist die ja da an der Seite. Ja, der ist hier in der Mitte. Mhm. Und Scheibenwischer gibt es nur einen. Und nicht zwei. Gibt es hinten Scheibenwischer? Natürlich. Ach so, ja. Ah, hier. Und hier ist es etwas weicher wie bei Mama. Bei Mama ist es etwas härter. Und den Spiegel. Und da sind die Regeln. Hier im Tunnel ist es relativ laut. Ja, weil das Fenster aufmacht. Das ist leiser, aber da kommt schön Luft rein. Da ist der Ausgang. Wir sind hier draußen. Oh, hier ist es schön.
wir unterwegs in den Niederlanden, im Grenzgebiet zwischen der Burggemeinde Bruggen und der niederländischen Stadt Roermond. Ich bin 1,83 groß und 89 Kilogramm, habe hier genügend Platz auf dem Fahrersitz. Der Fahrersitz selbst hat keine Einstellmöglichkeit in der Höhe. Die Sitzposition an sich ist recht gut. Was das Fahrzeug auch nicht hat, ist eine Höhenverstellung des Lenkrades. Wünschenswert, insbesondere für weibliche Fahrer, dass man zumindest eine Lenkradverstellung, Höhenverstellung hat. Idealerweise wäre natürlich auch eine Sitzhöhenverstellung. Der Seitenhalt im Sitz ist auch problemlos. Dieses Auto verfügt jetzt über Kunstledersitze. Ich würde ein solches Auto mit Stoffsitzen nehmen, weil der heizt sich also in der Sonne doch recht stark auf. Und mit kurzen Hosen wird das auf diesen Sitzen eine ziemliche Qual. Der Wendekreis des Autos ist recht klein, so dass ich also auch in beengten Straßenverhältnissen sehr gut rangieren kann und mich wenden kann. Ist insbesondere von Vorteil in der Stadt und da sehe ich dieses Auto auch optimal platziert. Ich werde jetzt mal eine Beschleunigung von Tempo 0 auf 70 machen. Eco-Modus ist ausgeschaltet. 18, 26, 34, 41, 48, 54, 60, 64, 68 und schon bei Tempo 75. Also die Beschleunigung ist völlig ausreichend. Das Fahrzeug lässt sich insgesamt auch auf Landstraße sehr angenehm bewegen. Bei Tempo 70 ist der Stromverbrauch auch im Rahmen, so dass ich also momentan bei 92% Akkuladung immer noch eine Reichweite von 224 Kilometer angezeigt bekomme. Im Auto gibt es eine Art Tempomat. Der funktioniert eigentlich so, dass man hier unten einen Knopf hat, um den sogenannten Begrenzer einzuschalten. Und mit der Plus- und Minus-Taste kann ich also die Geschwindigkeit, die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs einregulieren. Das heißt also, egal wie stark ich also das Gaspedal drücke, die Geschwindigkeit wird also dann nicht überschritten. Ist in jedem Fall auch interessant, wenn man in der Stadt kutschiert, dass man dann eben seine 50 km/h da einstellen kann, plus minus 2-3 km/h und braucht dann keine Angst zu haben, dass man da die zulässige Geschwindigkeit, also die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Wenn man den Begrenzer einsetzt, muss man in der Zeit den Fuß auf dem Pedal belassen. Das ist also nicht wie bei einem normalen Tempomat, dass ich also den Fuß vom Pedal lasse und die Geschwindigkeit wird gehalten. Die Klimaanlage ist sehr wirksam. Das heißt also, der bläst schon ziemlich mächtig kalte Luft hier. Und ich muss also dann schon, wir haben jetzt gerade so 25 Grad Außentemperatur, und da muss man also dann schon mit Warmluft beisteuern, damit das Fahrzeug nicht zu stark kühlt. Nächstes Thema ist Aufladen, wie man natürlich so ein Auto aufladen kann. Ich habe hier eine Wallbox, da werde ich den also mal einstecken. Wir haben also hier beim Dacia Swing einen sogenannten Nasenlader. Das heißt also, hier ist eine Klappe.
Einstecken ist recht easy. Hier unten ist noch eine Möglichkeit für einen Schnelllader, den man also optional fürs Fahrzeug bekommen kann. Der Wagen liegt also bei 44% Akku, nachdem wir also gestern etliche Kilometer gefahren sind, und zeigt mir hier an der Wallbox eine Ladezeit von 7 Stunden bis 100% an. Die anfänglichen 7 Stunden reduzieren sich also schon nach wenigen Minuten auf 6 Stunden, so dass man davon ausgehen kann, dass die Ladezeit deutlich niedriger ist als die anfänglich angezeigten 7 Stunden. Bei abgeschlossenem Fahrzeug bzw. während des Ladevorgangs ist eine automatische Verriegelung, so wenn man also an einer Ladestation steht, das Auto verlässt, quasi den Stecker hier nicht abziehen kann. Entriegele ich das Fahrzeug, kann ich also dann den Stecker ausziehen und der Ladevorgang ist in dem Moment ja beendet. Und fertig. Die erste Ladung, die ich gemacht habe, habe ich an der Wallbox von meinem Nachbarn gemacht. Das ist eigentlich absolut problemlos. Da brauche ich keine App zu oder sonst irgendwas. Mach das Fahrzeug auf, steck den Stecker rein und am nächsten Morgen ist das Auto zu 100% geladen. Ich hatte den bei etwa 38% und die Ladezeit betrug da ungefähr 4 bis 5 Stunden. Ich war also am Rathaus und da wurde mir was von ENBB angeboten, eine App, die ich also runterladen soll. Ich habe mich da mal registriert, meine Bankverbindung eingegeben und so weiter. Und jetzt versuche ich quasi das mal hier an dieser Ladesäule. Mir wurden jetzt gerade in der App 2 Ladesäulen angezeigt. Da stand also dann auch irgendeine Ladesäulennummer. Nur das Problem ist, an der Ladesäule selber stand nicht, welche Ladesäulennummer das quasi ist. Ich bin dann mal von der Logik her vorgegangen, dass also die oberste von den beiden Ladesäule die linke ist und die zweite Position hier in der Liste die rechte Ladesäule ist, und das war auch so. Nur Remaining Charge Time 3 Stunden 15 Minuten. Die Ladekapazität selber hier im Fahrzeug, mit wie viel das er hier gerade lädt, kann ich also nicht sehen. Und das kann ich also auch nicht hier an der Ladesäule selber sehen. Da gibt es kein Display, wo ich dann sehen kann, mit wie viel kW der dann gerade lädt. Die Preis pro Kilowattstunde wird hier mit 0,45 Euro angegeben. Was mir also natürlich sofort auffällt, ja, man steht hier quasi im Regen, weil hier gibt es keine Überdachung, wie einer ganz normalen Tankstelle. Hier an dieser Ladesäule kommt hinzu, dass ich also zu den 45 Cent pro Kilowattstunde eine sogenannte Blockiergebühr bezahlen muss. Das heißt, sobald ich über 240 Minuten das Fahrzeug hier habe stehen, muss ich also je Minute 10 Cent Belegung bezahlen mit einem Maximalbetrag von 12 Euro. Das Fahrzeug müsste jetzt hier gerade liegt bei 45% und der zeigt mir noch eine Charging Time von 2 Stunden 20 an. Also bei Vollladung wäre ich also knapp unter der maximalen Belegungszeit von 240 Minuten, so dass ich das Fahrzeug quasi innerhalb dieser Zeit ohne Blockierungsgebühr komplett aufladen kann. Während des Ladens zeige ich mal so ein paar Bedienelemente hier. Ich habe also hier die Außenspiegelverstellung mit so einem kleinen Schiebeschalter nach links und rechts und dann hier mit diesem Cursor quasi kann ich das einstellen. Das funktioniert auch super. Hier ist die Verriegelung der Fenster, das heißt die Fensterheber werden deaktiviert und daneben kann ich also den Parkassistenten, also die PDCs, abschalten. Zum Lenkrad. Ich habe also hier in der Mitte die Hupe, anders wie zum Beispiel bei unserem Dacia Duster, der hier links am Blinkstockhebel die Hupe hat, und hier ist wie bei den meisten Fahrzeugen endlich auch mal die Hupe wieder quasi in der Mitte. Hier sind einige Schalter bereits belegt, andere sind noch leer, wahrscheinlich für andere Funktionen. Die hier sind also für den
Geschwindigkeitsbegrenzer. Ich kann also hier plus minus die maximale Geschwindigkeit einstellen, hier auf 0 zurückstellen, beziehungsweise das System komplett resetten. Das sind also hier die Bedienelemente in der Mittelkonsole. Die schauen wir uns jetzt auch alle im Einzelnen mal an. Ich habe also hier eine ganz normale Handbremse, also keine elektrische oder so, die ist rein mechanisch. Ich habe also hier den Wahlhebel für die Fahrt nach vorne, die Neutralstellung oder für den Rückwärtsgang. Einfach als Drehschalter, finde ich also ganz angenehm. Dann gibt es also hier ein schönes großes Fach, da passen also auch ein paar Flaschen rein oder andere Dinge. Ich habe also hier auf der rechten Seite eine Ladebuchse bzw. für einen Zigarettenanzünder. Hier ist eine Position, die ist nicht belegt. Hier kann ich den Geschwindigkeitsbegrenzer komplett ein- oder ausschalten. Und hier ist der Schalter, um das ESP zu deaktivieren. Das sind die Bedienelemente der Lüftung. Ich habe auf der linken Seite die Regulierung der Temperatur. Die wird mir aber nirgendwo digital angezeigt. Das heißt, das geht nach persönlichem Empfinden. Hier habe ich die Gebläseeinschaltung mit Stufen von 0 bis 4. Hier unten habe ich einen Umluftschalter. Das heißt also, wenn ich irgendwo gerade mal hinter einem Dieseltrecker stehe, dann kann ich also hier auf Umluft schalten, so dass also nicht die Außenluft angesaugt wird. Hier oben ist die manuelle Klimaanlage, die ich zuschalten kann. Also hier gibt es nur ein Aus und keine Klimaautomatik. Das ist die heizbare Heckscheibe und hier habe ich den Wahlregler quasi, um die Lüftungsklappen entsprechend einzuschalten. Einmal Front, also mittig, dann mittig mit unten, dann nur unten, dann Defroster-Einstellung und Knieraum und hier ist dann eine komplette Defroster-Einstellung. Im nächsten Bereich finde ich also 5 Tasten. Gut angeordnet ist die Taste für die Warmblinkanlage, ziemlich mittig, ungefähr in der Mitte, wenn man das hier mal sieht, des Lenkrads. Ich brauche also nicht großartig zu suchen und kann diese im Notfall direkt aktivieren. Ich habe auf der linken Seite und auf der rechten Seite jeweils den Fensterheberschalter. Der befindet sich also nicht in den Türen. Ich finde das aber auch positiv, dass die hier direkt mittig angeordnet sind. Dann braucht man an der Tür nicht großartig rumzufummeln. Und der Blick ist eigentlich immer noch quasi so halbwegs nach vorne gerichtet. Damit kann man also das Fahrzeug komplett verriegeln, alle 4 Türen. Und hier ist der Schalter für den Eco-Modus. Wenn ich den Eco-Modus eingeschaltet habe, wird die Leistung des Fahrzeugs leicht reduziert. Bestimmte Stromverbraucher, ich denke mal auch Klimaanlage und Heizung, werden vom Verbrauch leicht reduziert, so dass ich also etwas energiesparender fahren kann. Navigationseinrichtung quasi in allen Dacia-Fahrzeugen der neueren Generation identisch. Mein Nachbar hat einen Dacia Duster und hat mir gesagt, dass genau das gleiche LG-System also bei ihm verbaut ist. Das finde ich recht positiv. Man muss sich also nicht jedes Mal einstellen auf ein anderes Navigationssystem, wenn man zum Beispiel bei Dacia den Fahrzeugtyp wechselt oder zum Beispiel einen Duster hat oder hier als Elektrofahrzeug den Spring.